Aber das mit dem Hefeweizen müssen wir noch mal erklären. Das machen wir gleich noch. Also Hefeweizen bringst du nicht wieder mit. Warum? Ach, das schmeckt doch nicht, die Brühe. Da wird nur dicke. Guck doch die Bayern an. Die sind alle dicke. Wegen was? Wegen Hefeweizen? Na, der Hefe treibt doch. Ruhig aufstehen, etwas näher treten. Zu denen dort vorne wird von meinen Kollegen schon die Linie begrenzt. Machen Sie ein wenig Platz für meine Forscherkollegen. Danke, danke. Dankeschön. Danke. Das, meine Damen und Herren, das ist ein arbeitsloser Jugendlicher. Idyllisches Bild, oder? Hallo! Ja, antwortet nicht. Es ist ja so, dass um das Jahr 2037 die Arbeitslosigkeit hier am allerhöchsten war. War es 2004 noch jeder Fünfte, auch damals war die Abwanderung schon sehr hoch. War es 2037 bereits jeder Zweite, meine Damen und Herren. Das muss man sich erstmal vor Augen halten. Natürlich haben sich diese Leute gerne integrieren lassen in die Ballungsgrenzen in Berlin-Stettin oder in den Ruhrgebietsverband. Und hier sehen Sie eines der Überbleibsel von... Wir sind das Wort! Wir sind das Wort! Wir sind das Wort! Hey! Das war so wie abgesprochen, oder? Mein Wort! Die können wir nicht hören! Oh, ich glaube, ich weiß nicht, wer es heißt oder was, ha? Ha? Oh, natürlich, Ralf! Ja, natürlich, Wir wollen keine Forscherschweine! Stefan Thiemann, André Brandt, dieser Thiemann, ja,
Schneider darf auch nicht fehlen. Sein blödes Mitglied darf nicht fehlen. Eltern Cordula Bruno und Cora Katze Corian Gotti. Gehen oder bleiben. Gehen oder bleiben. Langsam, dann Hilda. Gehen oder bleiben. Gehen oder bleiben. Wenn Sie bitte eine kleine Gasse machen würden für meine Forscherkollegen. Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen in der Geschichtengasse. Das geistige Überleben der Menschen in diesem Dorfe scheint einherzugehen mit dem Drang, Geschichten zu erzählen. Bitte verteilen Sie sich gleichmäßig auf die Erzählenden. Haben Sie keine Scheu, die Menschen zum Reden zu animieren, aber bitte berühren Sie niemanden. Wir wollen uns doch alle die Energie sparen, nicht? Gehen Sie gleich erstmal hoch zu unserem Dorfbewohnern. Sie wieder hier. Ja. Ich wollte die Geschichte erzählen, wie wir unseren Jurentraum in Erfüllung gebracht haben mit dem Segelfliegen. Ich wollte eben so gerne meine Geschichte erzählen, weil wir sind früher immer, ich weiß nicht, ob Sie das noch wissen, wir sind früher immer so gerne zum Haushaltsamt gefahren. Und dann habe ich mal so aus Spaß gesagt, ich gehe mal rüber in den Westen Zigaretten holen. Mein Name ist Heike Kohn. Ich bin 47 Jahre alt, verheiratet und habe 3 erwachsene Kinder. Aber eine Geschichte, die muss ich euch noch erzählen. Das war für mich eine richtige Odyssee durch den Alltag. Und es gab ja Zwangsarbeit in der Zeit. Ne? Zwangsarbeiter und es gab auch Flüchtlinge. Ja. Das gab es ja auch. Kriegsgefangene, ja. Genau, das hatten wir auch. Meine Mutter nannte sie ja immer die Jungs. Ja, das war, da hatten wir, was hatten wir denn da? Da hatten wir einen Ukrainer, einen Polen und einen Russen. Naja, aber selbst fliegen konnten wir eben noch nicht. Wir waren ja zu jung noch. Aber am 12. April 1945 kamen die Amerikaner in unser Dorf. Der Flugplatz war zu Ende gegangen, alles, keiner war mehr da, der irgendwas zu sagen hatte. Und wir wollten nun hoch eine Maschine zusammenbauen, aber vor uns waren schon Amerikaner da, die selbst auch fliegen konnten, hatten eine Maschine zusammengebaut, eine Schulmaschine, und machten da schon die ersten Springer am Skib. Ja, da konnten wir ja nun noch nicht mithalten, aber ein paar Tage später waren die Amis dann weg und wir haben dann Gummiseil aus der Werkstatt geholt und haben dann die ersten Hopser gemacht. Weit fliegen konnten wir ja nicht, weil wir nicht die Kraft hatten, das Seil so stark auszuziehen.